ist wieder da. Sorry, ja, ich war kurz weg. Marc, was machen wir mit dieser tollen, was machen wir mit dieser tollen, Nether-Warzen-Plantage, die wir gar nicht alle brauchen hier so? Auch irgendwann werden wir die auch. Aber wir haben so viele. Lass die mal irgendwie, lass mal den Raum wo für irgendwas anderes nutzen, oder? Meinst du nicht? Nee, lass doch. Bei mir läuft es übrigens jetzt lustig. Das freut mich. Mann, ich hab nichts mehr zum. Oder doch, ich kann meine Spitzhacke enchanten. Macht Sinn, eine Eisenspitzhacke überhaupt irgendwas zu geben? Warum, wow, macht schon Sinn. Fortune 1 und Efficiency 2. Das ist gut. Solltest du Diamanten haben. Unbreaking 1. Kohle und Diamanten. Geh da mit Kohle und Diamanten farmen. Achso, dann kriegst du mehr als da quasi ja. Rausdroppt, ne? Ja. Pack die Na, wir was wollt ihr jetzt machen? Moment. Ja, genau. Stein. Ich wollte dir Stein klauen. Nein, nicht den Stein klauen. Yay, und dann esse ich ihn auf und dann ist es mein Stein. Ja, und sag, wenn du da fertig bist. Ja, warte. Du kriegst gleich wieder. Du willst dich ja wieder umformen in Dingsbumssteine, ne? Dingsbumssteine, so ist es. So ja, du weißt schon, was ich meine, ne? Haben wir ein Looting-Schwert? Du hast doch ein Looting-Schwert, ne? Warte. Diamant-Schwert mit Looting. Warte. Muss ich Kühe farmen. Ich habe aber auch ein Eisen mit Looting 2. Dann gib mir das Eisen. Kühe farmen. Nen. Alter. Warte, erst paaren lassen. Hatte ich genau dahinter mir. Da war's doch. Das ist meine Experience. Man hört gar nicht mehr die Erfahrung, die man kriegt. Das ist voll komisch. Ich höre die ganze Zeit. Ja, ich irgendwie nur so halb. Ja, Marc, du kriegst hier noch 4 Stacks Steine. Moment. Wieso haben wir eigentlich hier oben jetzt noch Öfen und keine benutzt? Die ist da noch irgendwas drinne? Nein. Geht die alle drauf. Achso, was mache ich denn jetzt hier überhaupt gerade? Boah, ich bin voll verwirrt. Cobblestone. Alter, wir haben fast keinen Cobblestone mehr, ohne Witz. Wir haben 8 Leder rausbekommen, hammer geil. Aus einer Kuh? Ja. Aus einer Kuh? Aus 3 Kühe. Okay. Kuh gerade erwachsen geworden hier. Tötest du dir jetzt gleich wieder? Die müsste ich, die andere Kuh muss auch erst erwachsen werden und dann können die sich paaren. Achso. Inzest. Ja, ich wollte gerade sagen. Seit 20 Generationen, ich will da hoch. Krieg ich mein Schwert? Ja, Kriegst auch was dafür. Juhu, Steine. Das war alles? 4 Stacks. Ja, gut. Was jetzt übrigens geht das ja. Cool. Man kann Sachen echt dann. Ja. Hä? Was? Also. Ja, guck, was ich kann. Warte. Ich kann Sachen hier genau an den Ofen bauen, ohne den zu öffnen. Natürlich. Lol. Voll dumm. So, kannst du endlich stehen machen. Aha. Ja, und das bringt jetzt was? Nee, man kann dann endlich Sachen auf Workbench platzieren und so. Mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen. Warte, Marc. Kriegst du jetzt noch ein paar Steine? Jetzt darf ich die einsammeln. Ha, ich hab sie nicht eingesammelt. Geh da. Marc, ich weiß nicht, irgendwie. Ich will irgendwas machen, aber irgendwie kann ich nichts machen und das ist wieder voll deprimierend und dann will ich wieder was machen und dann kann ich wieder nichts machen. Warum läufst du hier draußen rum, du Penner, du bist tot? So.
Sei ein Schaf. bisschen netter zu unseren Gästen. Wieso? Das war ein Schaf. Ich mag Schafe okay. eh nicht. Ich weiß eh nicht, warum Alex die alle. Der hat doch jetzt ein dummes Wolken. Wolken. Nee, nicht wie hat er es genannt? Ach, sein komisches Wollhaus da auf jeden Fall. Ein Wolkenschloss. Ja, genau. Seine Homo-Hütte. Die Haha, Homo-Hütte. Ja, aber echt. Naja, auf jeden Fall. Ah, ich weiß nicht, ich bin lieber destruktiv. Ich will nicht bauen, ich will irgendwas kaputt machen. Mach mir gerade ein bisschen Sorgen. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie. Ich bin gerade nicht so der Typ. Irgendwie bin ich gerade nicht in der Stimmung, hier irgendwie groß Sachen zu bauen. Ich will mal lieber hier irgendwem irgendwas kaputt machen. Und dann heulen ja wieder alle rum. Wieso machst du das? Das ist voll asozial von dir. Ja, genau so. Marx Moral reden. Fuck, komm dann. Da sagt man wieder so, ey, das kannst du nicht machen. Der Alex fühlt sich dann diskriminiert. Oh, 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 17 Frames, ein Frame und 30. Ein Frame und... Reilixo was finishing his food. Ah. Nein, okay. Der Satz war nix. Alter, was geht? Alter, kaum ist Alex abends, verleckt das wieder. Ja. Willst du mich? Der macht alles kaputt. Boah, what the fuck? Was? Eine Rakete, viel Spaß. Ja. What the fuck? Ich mich. Alter, Alex, disconnect vom Server, du lagst. Tosh! Aber echt, du machst alles kaputt. Server 140 oder 100. Aber echt, Alex, ich hab 30 Frames 40. Und jetzt, wo du drauf bist, hab ich nur noch 30 Frames. Also ganz ehrlich, bitte disconnecte mal. Ihr könnt mich nicht dazu zwingen, ihr Dämonen. Hast du mich gerade einen Dämonen gemacht? Ja, weißt du nicht mehr, Dämonenkönig Mark? Du weißt doch schon. Mark, weißt du nicht mehr, Terraria früher, Dämonenkönig Mark? Ja, halt dein Maul. Ach, halt dein Maul, du alte Sau. Das war damals. Ja. Da war die Erde noch rund. Heute ist sie ja fast schon oval. Kennt ihr diese... Nein. Wapchichis? Juwapchichis? Kennst du die nicht? Chiwapchichi heißt mein die. Bruder, ja, sagt natürlich immer Schauers zu denen. Okay, dein Bruder so, scheint so. Ja auch ein ganz Schauer zu sein. Das ist aber ein bisschen krank wäre. Wenn er Chihuahuas ist. Okay, wo seid ihr denn? Was macht ihr denn gerade? Wer hat mir eigentlich also, eine Rakete gebaut? Es war bestimmt der Marc. Ich würde sowas niemals machen. Vielleicht war es aber auch der Max in der letzten Aufnahme noch. Marc? Gibst es jetzt einfach zu? Nee, niemand war das. Vielleicht erzählt ihr ja kurz. Ah, okay, Teuro. Ich gehe immer auf Teuro, 100% auf Teuro. Alle auf Teuro. Ja. Kannst du es irgendwie beweisen oder so? Hast du irgendwie einen Beweis? Ich meine, während du da genüsslich irgendwas in deinen Mund gestopft hast, waren wir tüchtig. Alex, ich habe schon eben dem Marc gesagt, was ich eigentlich machen wollte, ne? Ich bin eigentlich heute der destruktive Typ. Ich wollte eigentlich hier gerne irgendwelche Sachen zerstören, aber ich weiß schon, dass du da wieder rumholst. Mann, kann das jetzt mal gehen? Für euch der Fall. Ja, eben. Boah, so ein dummer Adventure-Map-Sprung. Wieso packe ich ihn denn jetzt nicht? Alter. Meine Schaufel ist kaputt, mein Schäufelchen. Schäufelchen. Boah, ich bin gerade irgendwie zu blöd dafür. Ey, was ist denn jetzt los? Ja, da stimme ich dir zu. Ah ja, jetzt. Ja, das war. Das ist der Wahrheit. 1982, das waren Zeiten. Mark! Ja. Ich habe dich gerade in meinem Radius vom Revier gefunden. Das ist nämlich mein Revier, ja. Ja, mein schön, schön, dass unser Haus dein Revier ist. Kennt ihr die Sendung? Das läuft ab und zu mal bei RTL 2. Boah, ja, Alex, tut mir leid, aber ich guck so ein Gossenfernsehen nicht. Gossenfernsehen? Ja. Oh, stell dir mal vor, jetzt kommt hier einer von der RTL-Redaktion. Ja, dem werde ich dann gerne meine Meinung hier nochmal ein bisschen genauer erklären. Ey, ich schwöre. Und angefangen ist das dann mit meiner Faust in seinem Gesicht. Auf der Gamescom treffen, ne? Die kriegen was zu hören. Ja, mit was willst du sie bedrohen? Deinen Worten? Mit einem versteckten Messer? Willst du sagen, they fuck oder sowas? Du meinst versteckte Klinge. Wer es noch nicht weiß, er geht als Assassine zur Gamescom, sagt er zumindest. Ja. Ja, dieses komische Kostüm kostet aber 180 Euro und dafür schleudert er sein Geld raus, der Idiot. Aber er hat ja noch ganz andere Dinge. Du bist ein Idiot, ja? Hast du gehört?
Aber das hat mich ich bin dein Vater, ich verbiete dir das. Hau ab. Du schlägst deinen Vater? Nein! Du hast keinen Respekt! Alter, das ist freaky hier auf dem Server. Das ist mein Zimmer. Die Blöcke verschwinden. Meine Kisten. Alex, reconnecte einfach. Es liegt immer an dir. Okay. Wie tut's wirklich? Nein, die Blöcke verschwinden. Ah. Und jetzt ist Alex so flop tot. Ey, wieso kann ich die nicht mit Knochenmehl auch wachsen lassen, die Kühe und so? Die Kühe. Oh Mann, oh. Das Spiel ist scheiße, ne? Ich glaube. Ja, aber echt, ich deinstalliere das wieder, ganz ehrlich. Irgendwie macht's keinen Spaß mehr, ganz ehrlich. Also einfach Minecraft, ja, ich meine, ganz ehrlich. Irgendwie ist, ist ja eh so ein Indie-Spiel, hier hat ja so 5000 Verkäufer oder sowas und wir haben ja hier schon wahrscheinlich am meisten Geld bezahlt. Doch, ich habe mehr als du zum Beispiel, habe ich ein Leben. Ja, schluck es mal runter, du Bastard. Scheiße. Alex? Aber, das ist nicht akzeptabel. Alex, ich weiß, dass es so ist, aber... Das heißt, nicht in die nächste Runde durchgehen, ja? Alex, wir haben ja gesagt, wir töten uns nicht mehr, ne? Ja, das ist einfach nicht mehr so. Doch. Wir können jetzt auf Level 30 leveln. Ah ja, sehr schön. Ist jetzt ja habe ich aber leider... Ich war eben auf Level 24. Bin. Was bist du? Level 1. Achso. Jetzt kommen wir nicht mit Noob oder so. Boah, Noob. Smite Fierce Fire Aspect 2, mein Schwert. Fire Aspect? Hammergeil. Das heißt, Alex, darf ich mal ausprobieren? Nein. Wo ist denn der Alex? Ich bin gerade in seinem Haus. Alex, wo bist du? Ein einziger, ja. Ach, okay. Ein einziger aber nur. Aua, aua, aua. Eisen oder aua, Diamant? Hallo, wie lange geht das denn? Alter, das hat mir meine Hose zerkaputt gemacht. Oh nein, das ist toll, wie viel Leben hat's gezockt? Ich hab 3 Herzen verloren. Nein! Schwäche? Schwäche? Däm, däm, däm. Oh oh. Alter! Nein! Scheiße! Au! Nein! Okay, alles gut. Du hast abbekommen. Hey, da ist ein Zombie oben auf deinem Sonnenschirm. Ich will die XP! Damage, was willst du? Alter, bau doch mal dein eigenes Haus oder so. Irgendwas. Nein, ich beschütze dich hier vor Zombies. Guck, die kommen nämlich hier in die Leitung. Das Let's Play besteht darin, dass die Leute was von uns erwarten. Das ganze Let's Play besteht nur aus Erwartungen, aber keine wird erfüllt, oder was? Ja. Alex, die Logik kannst du mir jetzt mal erklären. Ja, unterteil die mal bitte. Die finde ich sehr interessant. Ja, was weiß ich? Alex, erzähl doch mal, was für Arten von Zuschauern es gibt, mit was für Erwartungen. Unterteil das mal so ein bisschen. Also wir hätten da zum Beispiel lieben... Moment. Gucken. Meinst du, ja, wir haben Zuschauer? Also so gewisse Schauer und die... erwarten sich hier was vom Let's Play, dass wir irgendwas hier mal Großes bauen. Vielleicht kommt irgendwann noch in den Kommentar, dass wir Empire State Building 1:1 nach 1:1 meine nachbauen. Zuschauer das, wissen das ohne Creative. Alex und seine großen Erklärungen von irgendwas. Ja, die sind immer sehr richtig und sehr ausdrucksstark. Ja, natürlich. Hallo. Sehr interessant auf jeden Fall. Du musst ja auch schon mal was Alex, bauen. Mal kurz eine Frage, ne? Wir wollen nicht, dass du 25 Stunden... Warum ist... Alex, warum ist deine Schafsherde so geschrumpft? Ohne Witz, ich war das nicht, aber warum? Ist sie so klein? Keine Ahnung. Weil das sind nur noch... Aussterben, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Stück sehe ich nur noch. Ja, sterben halt auch mal. Entkommen und gehen. Ne, eigentlich sterben die nicht, außer du tötest sie. Oder ich töte war sie. War das nicht. Na Spaß, ich töte die nicht. Wobei sie es eigentlich verdient haben, weil die einfach nur im Weg rumstehen und nichts machen, außer meh, meh. Weißt du, die Kühe halten wenigstens ihre Fresse. warum lachst du? Wegen nichts. Habe ich jetzt nicht verstanden. Einige Zuschauer werden sich jetzt an. Spaß. Da finde ich genau dazwischen ist damit der Tag. Aber, Marc, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir hatten nochmal so eine, ich sag jetzt mal, Statistik aufgestellt, beziehungsweise eine Behauptung. Und,